Ernährung, Eisenmangel, was kann ich tun? Ihr Lieben da draußen, sagt mir mal, was ihr bei Eisenmangel immer macht und welche Ernährung oder achtet ihr da auf irgendwas? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte jetzt die Fragestellung in der Praxis, Eisenmangel, was kann ich ernährungstechnisch tun? Bei uns Frauen ist das ja sowieso recht häufig ein Thema im Zusammenhang der Regel. Es ist immer so, dass man die Ernährung anpassen kann. Es ist aber nicht immer ausreichend, ja. Aber um die Eisenaufnahme zu unterstützen, würde man im ersten Schritt immer gucken, dass ich tierische Produkte nutze, weil in den tierischen Produkten, wie zum Beispiel Rindfleisch, also ich habe jetzt ja hier nur als Deko so ein Hähnchenschnitzel oder so ein Stück Fleisch, das ja symbolisch ist, aber rotes Fleisch zum Beispiel erhöht oder kann den Eisenanteil erhöhen. Deswegen ist Fleischessen immer sinnvoll. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir in Richtung Getreideflocken gehen, also zum Beispiel Haferflocken, jegliche Getreideflocken, und die würde man aber in einer Kombination mit Vitamin C machen, weil dann das Eisen aus dem Getreide besser aufgenommen wird. Ich kann zum Beispiel ein Müsli mit O-Saft, ich kann eine Haferflocken zum Beispiel mit Obst mixen, weil dann das Eisen besser aufgenommen wird. Aber wo wir jetzt immer aufpassen müssen, ist mit den Milchprodukten. Wenn ich nämlich das Müsli mit dem Obst und der Milchmixe reduziert die Milch die Aufnahme von dem Eisen aus dem Getreide. Deswegen ist es bei Eisen immer wichtig, die Milchprodukte 2 Stunden entfernt erst zu nutzen. Das gleiche gilt auch, wenn ich Eisen substituiere, was ja viele machen, dass ich dann extra Eisen einnehme. Und hier ist es so, dass es ein Präparat im Handel gibt, was über den Dünndarm aufgenommen wird. Dann wird den Leuten auch nicht schlecht. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Eisenpräparate genommen werden, runtergeschluckt werden und im Magen aufgehen, und dann wird den Leuten schlecht davon. Da kann man dann auf ein Präparat zurückgreifen, was über den Dünndarm aufgenommen wird, und dann wird mir auch nicht schlecht. Ja? Ihr Lieben, ich kriege nichts dafür, deswegen sage ich die Handelsnamen nicht. Könnt ihr eure Apotheker der Wahl fragen, die sagen euch, welches Präparat das ist. Es ist so, dass man mit der Ernährung unterstützen kann. Wenn ich die Eisenpräparate nehme, darf ich halt auch nicht das Milchprodukt dazu nehmen, weil das Milchprodukt immer die Resorption reduziert. Deswegen kann man zum Beispiel Eisenpräparate, wenn ich sie gut vertrage, abends auch vorm Schlafengehen nehmen, weil dann habe ich meistens die Milch und Milchprodukte nicht mehr, also Quark, Joghurt, klassische Kuhmilch, was ja bei dem Müsli wäre. Und dann ist das Essen meistens eher weiter weg. Deswegen Idee, Eisen abends vorm Schlafen gehen. So, ihr Lieben, Fleisch habe ich euch schon gesagt und die Vitamin C-Kiste genauso. Ich gucke nochmal kurz auf meinen schlauen Zettel. Ah, was auch immer noch geht, aber nicht jeder mag, es gibt ja auch so Tomaten-Gemüsesäfte. Man kann so Gemüsesäfte im Handel kaufen. Wäre auch eine Möglichkeit, weil wir hier viele Vitamine und Mineralstoffe haben, die dann sozusagen den Anteil an Eisen auch unterstützen. Gemüse an sich ist natürlich sowieso sinnvoll mit reinzunehmen, aber die höheren Eisenwerte, Nüsse höre ich auch manchmal noch, können dann helfen. Aber häufig ist es so, dass wir den hohen Anteil eben immer in dem Fleisch haben, und in der Regel ist es zum Beispiel eher rotes Fleisch. Aber natürlich haben wir auch einen jeweiligen Anteil. So, ihr Lieben, so könnt ihr die Ernährung unterstützen. Ich sage erstmal ganz lieben Dank und habt einen schönen Tag.